herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland beim Düngen. Wir hatten ja Glück mit den anderen zwei Feldern. Die sind nämlich direkt beim Abschluss des Düngevorgangs umgestiegen auf erntereif. Also hat man wirklich just in time, warum spenken der hier so aus? Just in time gedüngt. Das war eigentlich sogar perfekt. Man keinen Zeitverlust gehabt. Spätestens morgen, allerspätestens morgen, müssen wir uns ans Ernten machen. Weil wir haben drei Felder zu ernten. Ich weiß nicht, ob ich das Stroh verkaufen soll. Das würde ich eventuell, wenn dann, unter Umständen vom LU abfahren lassen. Aber selber abfahren, das Stroh, ich glaube, da fehlt mir dann doch ein bisschen die Geduld. Ich könnte mal den Auftrag schon rausgeben. Ich denke, das wäre eine Option. Volker Varuna, hallo? Hallo Volker! Hi! Warte, warum habe ich jetzt angerufen? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, was du machst. Ich habe aber ein Anliegen. Du Held. Ich wollte mal wissen, was nimmst denn du für Stroh abfahren? Für Stroh abfahren? Mhm. Vom Feld zum Viehhändler. Ich muss halt überlegen, ob es sich lohnt, dass ich euch engagiere zum Stroh abfahren. Ich muss ja echt sagen, wer auch immer hier Pflanzenschutz gemacht hat, das ist nicht schön. Da habe ich einen Haufen Verunreinigungen in der Ernte. Das sage ich dir. Ach. Na, da kriege ich echt einen Haufen Abzüge. Ach schon. Ja, keine Ahnung. Puh. Ja, je nachdem wären es halt die drei Felder, die ich gerade in Beschlag habe. Bei allen drei Strohabfahren zum Viehhändler. 50 Euro pro Hin- und Zurückfahrt, also pro einmal abkippen. Okay, ja, das wird sich dann lohnen. Dann würde ich gern jemanden ab nächster Woche buchen dafür. Okay, ja. Ist vermerkt. Gut. Dann danke ich dir erstmal recht schön. Jo, bitteschön. Bis denn, ciao. Ciao. Ja, 50 Euro pro Abfahrt, das ist völlig in Ordnung. Da kann man sich nicht beschweren. Lul. Mohn bei 1500. Hätte ich mal lieber Mohn angepflanzt. Die Gerste steigt, das ist schön. Mohn 1500, ey. Na, eigentlich muss ich ja auch nur so viel Geld verdienen, dass ich mir jetzt den Metzger dann leisten kann. Irgendwann demnächst. Und vielleicht mal eine kleine Rate vom Kredit zurückzahlen. Dann wird sich das Ganze so gestalten, dass ich dann den Dinkel erstmal auf Halde legen könnte. Wenn die Gerste dafür reicht. Aber da muss mir die Gerste locker 50.000 bringen, eher sogar mehr.
Wenn mir die mehr bringt, dann rentiert sich das Ganze. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Dann fahre ich, glaube ich, direkt mal gleich noch zum Jürgen und hol mir den Drescher. Dass wir heute Abend dann noch anfangen können zu dreschen. Tausend haben wir noch drin. Das reicht, glaube ich, noch mal für auf jeden Fall ein Feld. Die Pacht läuft ja sowieso auch aus von den Feldern, ne? Ich kann mir überlegen. Ich glaube, ich nehme JD. In JD, das... wobei, warte mal. Was ist denn der Dinkelpreis gerade? $870 steigend. Ich glaube, dann nehme ich doch einen Johnny. Den Klaas. Also nur wieder die anderen Reifen draufziehen. Und vielleicht mal kurz ein bisschen reinigen. Sieht mir ja oben gar nicht mehr zur Scheibe raus, so dreckig ist das Teil. So. Standard reicht. So wollte ich schon immer mal fahren. Geht der jetzt auch da dran? Och nö. Für was kann ich denn drehen hier? Ja, okay. Also ganz ehrlich, diese Vorrichtung, dass sie ja das Lenkrad wechseln kannst, also Fahrtrichtung wechseln, das bringt dir halt hauptsächlich was, wenn du was mit einem Gerät arbeitest. Also mit einem Mulcher, mit einem Mähwerk,
so in der Kombination, da bringt dir das was. Alles andere ist, glaube ich, ziemlich unnötig eigentlich. Aber nun ja, so ist das halt. So, jetzt holen wir noch schnell den den Ideal vom Jürgen. Müssen wir wieder hochlaufen. Und dann sind wir schon so weit aufgestellt, dass wir dann ernten können. Ich finde, das Krasse ist ja, dass wir noch einen Harvester auf dem Hof stehen haben. Ja? Also wir haben einen Harvester noch für eine 500.000 gekauft ungefähr. Das ist ja auch nicht ganz ohne. So, ich laufe mal ein bisschen querfeld ein. Querwald ein, sorry. Sind wir vielleicht ein bisschen schneller. Hoffentlich laufe ich auch richtig. Muss man ja immer ein bisschen aufpassen, ne? Wenn man nicht genau sieht, wo man langläuft, kann es schnell mal passieren, dass man im Kreis geht. Also wenn man kein entferntes Ziel hat, auf das man zuläuft. Weil ein Bein ist ja immer ein bisschen stärker wie das andere. Und dann macht man damit einen geringfügig größeren Schritt. Und dadurch geht man einen sehr, sehr großen Kreis. Da müsst ihr aufpassen. Habe ich mal auf einer Wattführung gehört. Dass man da aufpassen muss, sonst läuft man bei Nebel nämlich auf dem Watt im Kreis. Und dann ist die Flut schneller da, wie man gucken kann. So, da bin ich gleich schon wieder beim Jürgen, ey. Waren wir schon mal diese Woche. Der hat ja auch einen Ladewagen hier. Interessant. So, da hat er das Schneidwerk stehen. Wo steht der Drescher? Hä? Warum hat denn der zwei Schneidwerke? Hat sich schon ein zweites Schneidwerk gekauft? Naja, ist ja nicht mein Bier. Der kann ja so viele Schneidwerke kaufen, wie er will. Das ist seine Sache. Jetzt habe ich gerade schon wieder gedacht, wir hätten vielleicht das Schneidwerk gar nicht angehängt. Aber es war angehängt. Also alles im grünen Bereich. Wir haben eins dabei. Dann ist alles gut.
Aber in diesem Sinne, dass der Erntestress in der nächsten Woche wieder anfängt und wir hier wahrscheinlich alle drei Felder am Stück wieder abernten können, was für mich sehr lukrativ ist. Es sind zwei Mietfelder, zwei Pachtfelder mit dabei. Alles, was ich da jetzt runter ernte, ist Reingewinn. Weil die Pacht haben wir eigentlich mit der Gerste, die wir geerntet haben, schon eingefahren oder wieder reingeholt. Ja, das wird interessant, wie viel Euro wir damit mit den Feldern machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.